Pferde in den Boxen. Boxen auf, Start zum zweiten Rennen. Start zum Preis der Scuderia Kurpfalz. Das Feld formiert sich, die Spitze geht gleich an Diokletian. Josef Beuko übernimmt mit dem Wallach gleich das Kommando. Diokletian führt vor Kashani, an der Innenseite Diadeux, also die Favoriten hier gleich schon alle gut dabei. Von außen kommt auch Trini jetzt in vorderer Linie an der Außenseite. Dahinter sieht man Brunlucca, an der Innenseite Luro, dann außen Prime Project und am Ende des Feldes, da liegt Alasdair hinter Rock of Cashel. So geht es hier zum ersten Mal in die Gegenseite unter dem Kommando von Diokletian. Diokletian führt vor Twinny, dahinter sieht man auf dem dritten Platz Diadeux, dann außen Kashani mit Brunlucca, dahinter außen Prime Project, innen Luro und am Ende des Feldes unverändert Alasdair hinter Rock of Cashel. So sind die Pferde zum ersten Mal Ende gegenüber. Es geht zum ersten Mal wieder in den Schlussbogen. Das Kommando weiter bei Diokletian. Diokletian führt, außen begleitet von Twinny. Dahinter auf dem dritten Platz die Favoritin Diadeux. Dann außen Kashani, vierter. Innen gefolgt von Brunlucca. Dann Prime Project auf dem sechsten Rang. Dahinter sieht man dann die Farben von Luro, Rock of Cashel. Und letzter, als es hier wieder in die Zielgerade geht, ist Alasdair. Das Feld aber relativ kompakt beieinander. Die Spitze bei normalem, gemäßigtem Tempo bei Diokletian. Diokletian führt, außen Twinny, innen Diadeux, da hat sich wenig getan. Dahinter Kashani auf Rang 4, innen Brunlucca, fünftes Pferd. So geht es hier am Ziel vorbei in die letzte Runde. Vorne ist unverändert Diokletian. Diokletian vor Twinny, innen Diadeux mit einem schönen Rennverlauf. Dahinter Brunlucca, Kashani muss schon so ein bisschen geschoben werden von Nicole Polly. Dahinter macht Luro Boden, außen auch Prime Project gut dabei. Und dahinter sieht man dann Rock of Cashel und am Ende des Feldes weiter Alasdair, als die Pferde Mitte gegenüber sind. Und vorne liegt Josef Beuko auf Diokletian zu. Diokletian führt jetzt hier mit 2-3 Längen vor Diadeux. Diokletian, Diadeux, dahinter rückt außen Rock of Cashel zügig auf aus dem Hintertreffen. Macht hier einigen Boden gut, als es zum letzten Mal in den Schlussbogen geht. Aber Diokletian führt. Diokletian mit 2-3 Längen vor Diadeux. Dahinter Rock of Cashel. Vierter ist Brunlucca, dahinter Luro, Kashani ist zurückgefallen. Die Pferde kommen durch den Schlussbogen in Richtung der Zielgeraden. Und unverändert ist Diokletian vorne. Aber Diadeux setzt nach. Diokletian, Diadeux, die greift an. Diokletian aber nach vorne. Josef Beuko legt nochmal zu mit Diokletian. Vor Diadeux. Diokletian vor Diadeux. Dahinter Rock of Cashel. An der Außenseite Luro. Ganz außen kommt Kashani nochmal wieder. Aber Diokletian, der ist hier längst zu Hause. Diokletian, die 1, gewinnt überlegen vor Diadeux. Kampf um Platz 3. Der geht an Luro vor Rock of Cashel. Dann Kashani, Brunlucca. Alasdair, Twinny und Prime Project. Richterspruch zum zweiten Rennen. Sieger im zweiten Rennen, dem Preis der Scuderia Rheinpfalz, ist die Nummer 1, der 8-jährige Wallach Diokletian, ein Lawman-Sohn aus dem Besitz der Wagner-Stable, trainiert in St. Wendel von Nastassja Volstegel und geritten von Josef Beuko. Zweiter die 3 Diadeux, dritter die 7 Luro, vierter die 2 Rock of Cashel und fünfter die 8 Kashan. Dazu haben wir folgende Quoten. Auf Sieg für die Nummer 1 Diokletian 3,80 Euro, auf Platz für die 1 Diokletian 1,20 Euro, für die 2 Diadeux 1,20 Euro und für die 3 Diadeux 1,20 Euro, für die 7 Luro 1,60 Euro, die 2er-Wette 1,3 5,70 Euro und die 3er-Wette 1,3 7 29 Euro.